genial. So, wenn da ziehen wir hinkommen. Zack. Zack. So, dann hängen wir ihn außer wieder auf zur Station dran. Ah, 1, 2, 3. Siehst, bist du voll? Warum lohnst du mich oder nicht? Die sind widerwillig. Also, die machen, wie es ihnen gerade einfällt. Ist mir schon aufgefallen. Ihr spinstiges Ding. Mhm. Sehr widerspinstig. So. Okay. Machen wir gleich Konstruktionswand. Blödsinn. Sollte das Ding dann nicht eher einen weiblichen Namen haben? Warum heißt der Asa? Du bist ein Esel. So. Immer sollen sie da sein, wenn man sie braucht. Immer. Kein Eigenleben. Ja, ja. Hä? Die Asa. So, ja, da fehlt noch. Na bitte. Zinnbahn kommen mal nach oben. So, da fehlt noch irgendwo, da fehlt noch der Metallblock. So, jetzt sind wir dazu. Jetzt tun wir das Rohr, die Pipe. Ich sehe da jetzt keine. Juck. So, Kupfer, same game. Abgestützt. 1 zu 3, so. Das heißt, okay. So schaut das aus, im Schneckenhaus. Hast du keine Ahnung, wie es in einem Schneckenhaus ausschaut? Ja, ich weiß gar nichts. Vermutlich wie in einem Alien-Nest. Ja, du hast ein neues Spiel begonnen, apropos. Ja. Das war... lustig zuzusehen. Von welchen sprichst du jetzt über mehrere der letzten Zeit angefangen? Das eine ist das Alien. Alien Isolation. Mhm. Ja. Ja. Und das andere, This War is Mine. This War of Mine, ja. Oder of Mine. Mhm. Das geht sehr an die Nieren. Mhm. Also Alien Isolation spielt man die Tochter von der Ellen Ripley. Ellen Ripley ist die Sigourney Weaver in Teil 1 und 2 der Alien-Filme. Und man verkörpert halt die Amanda, glaube ich, ist es. Amanda Ripley, ihre Tochter, die Nachricht erhält, dass der Funkschreiber oder dieser Funkschreiber, es gibt diese Schiffsaufzeichnung, ja, ich glaube, es ist sogar ein Funkschreiber. Die verwenden ja da auch Funkwellen. Mhm. Und mit der letzten Nachricht, halt bevor dann die Nostrome endgültig verschollen ist. Und die machen sich dann auf den Weg in dieses Sonnensystem, wo eben der Teil 1, glaube ich, spielt. Weil zwischen Teil 1 und Teil 2 vergehen ja dann so viele Jahre, also bis dann die Ellen Ripley im Film wirklich gefunden wird. Dass er, glaube ich, die Tochter oder ihre Tochter, glaube ich, schon gar nicht mehr lebt oder halt älter ist oder so. Ups, jetzt bin ich da runtergefallen. Nein, ich glaube, sie lebt gar nicht mehr, sei mir gesagt. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, wie viele Jahre, aber es ist halt sehr viel.
Und ja, man macht sie mit der Amanda Ripley auf dem Weg in dieses Sonnensystem, wo der Funkschreiber geborgen wurde. Dass dort dieser Raumstation, die wird gerade geschlossen. Also schaut dementsprechend aus, weil halt der Großteil schon ausgebaut ist und so weiter. Und wie man ankommt, beginnt eigentlich schon alles schief zu gehen. Und das Spiel ist eher kein, ja, mit was kann man es vergleichen? Es ist ein Action-Adventure, also nicht wirklich Shooter oder so. Man hat in Wahrheit, glaube ich, einen Großteil des Films zumindest oder soweit, des Games, zumindest soweit, was ich gekommen bin, gibt es eine Alien und auch das dauert, bis man das erste Mal sieht. Aber Ja, die Stimmung ist in dem Game ist ein Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin nur daneben an meinem PC gesessen und ich war eigentlich fertig. Mich hat es mehr geschreckt und gerissen als dich. Also sie arbeiten so gut mit dem Sound, eben wie beim ersten Teil und ja auch teilweise beim zweiten. Wobei beim zweiten halt die Horrorelemente weniger sind und ja mehr Action. So, jetzt muss ich da mal kurz zählen. 1, 2, 3, ja, Kurzes zack, Nachdenken. zack. Nein, nein, ich bin ja nur gerade dabei, dass ich das an die Kohle anschließe. Okay. Ja, Gruseleffekte dementsprechend. Also es ist. Und man rechnet eigentlich wahrscheinlich auch deshalb, weil ich schon, wie das Spiel herausgekommen ist oder davor ja schon gelesen habe, wie das produziert wurde und so. Und es arbeitet wenig mit geskripteten Sequenzen, sondern das Alien verhält sich eigentlich wie ein, ja, wie ein NPC, der vom Computer halt gesteuert wird. Und je nachdem, was du mit deiner Hauptfigur magst, also zum Beispiel da stehen so Radios herum, wenn du da einen aufdrehst, dann wird es von dem angezogen. Oder wenn du sehr, sehr laute Geräusche machst mit irgendeinem Werkzeug oder so, Okay. dann sind natürlich dahinter Berechnungsroutinen. Aber irgendwann einmal wird das oder erreicht es an Wert, wo halt dann das Alien auftaucht. Und nicht so wie bei geskripteten Sequenzen, wo du einen bestimmten Punkt mit deinem Charakter erreichst und dann passiert das automatisch. Das heißt, du weißt eigentlich nie, wann bist du mit Alien konfrontiert, ne? Okay. Weil man an nirgendwo einen Counter hat, wo man sieht, ja, wie viel Lärm habe ich schon gemacht oder wie knapp ist man jetzt dran, dass das Alien angelockt wird. Man rennt eigentlich die ganze Zeit auf Zehenspitzen Ja, herum, oder? schon. Also man hat das Gefühl, ich glaube, ich war an dem Tag insgesamt, ja, also der Abend war lustig, weil ich war so verkrampft vor dem Bildschirm während des Games, dass ich einen richtigen Muskelkater hatte. Okay. Ja, und man kriegt da einen Gehirnkrampf, weil man ja gewisse Arbeiten erledigen muss einfach, die einem halt von der Story vom Game aufgezwungen werden. Und man hat aber im Hinterkopf ständig, Scheiße, das Alien kann das hören, ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob du überhaupt Chancen hättest. Also während dem Game glaube ich nicht, dass du in Angriff des Aliens irgendwie überleben kannst. Ich habe es noch nicht probiert, ehrlich gesagt, will es auch nicht probieren. Es hat mich glaube ich auch noch nicht erwischt. Na, du warst bis jetzt noch leise genug. Ja, ich habe eher mit den Cyborgs, die ja vorkommen auf der Raumstation, meine liebe Not. Ja, Weil die die sind aber laufen auch amok. schier. Entschuldigung, Ja, aber die das sind ist, die wirklich sind wirklich grauslich. Also grauslich. gegen einen Bishop, der war da eher human gegen die Typen. Ja, und das zweite Game. Also allzu viel will ich ja nicht verraten, weil ich nicht spoilern will und so weiter. Aber es gibt natürlich Sequenzen, wo das Alien auch automatisch erscheint, aber das führt dann nicht automatisch zum Spielertod. Also das sind Sequenzen, die sind gewollt, da sieht man das Alien und das geht dann halt auch wieder weg. Wenn es wirklich dazwischen erscheint, ohne irgend so einer Filmsequenz, ohne einer Rendersequenz, dann kann ich euch versprechen, wird es euch, wenn ihr es dann seht. Dann habt ihr es hier angelockt und ich glaube, die Überlebenschance ist sehr gering. Okay.
Das zweite Game, This War of Mine, ist ein sehr interessantes Spiel. Ich habe mir nicht allzu viel erwartet, weil es ein Side-Scroller ist. Es ist eine Indie-Produktion. Es ist in Schwarz-Weiß-Tönen gehalten. Düster, also Man sehr hat düster. in Wahrheit keine Open World, sondern es sind eigentlich einzelne Leveln. Also man muss sich das vorstellen, man hat eine Base. Oder vielleicht einmal zum Hintergrund von dem Game, dass das Game spielt während Kriegshandlungen in dem Land stattfinden. Man ist aber nicht wie sonst immer einer der Soldaten, sondern man ist einer von der Zivilbevölkerung. Und man hat eigentlich das Problem, dass man in einem riesigen Schutthaufen lebt, der zerbombt wurde, also sein Eigenheim, ja. Und man hat nichts mehr. Man hat vielleicht ein, zwei Portionen Essen. Aufgrund eben der ständigen Bombenangriffe sind die Häuser in einem derart desolaten Zustand, dass eigentlich ja nichts mehr vorhanden ist. Also selbst das Bett, das man braucht zum Schlafen, muss man erst selbst wieder zusammenzimmern und das ist dann halt kein Bett, sondern das sind einfach Paletten mit Matratze drauf. Ja, und man beginnt mit in der Kampagne, die dabei ist, beginnt man mit drei Charaktere. Ich habe mir dann selbst ein Game erstellt, das geht dann auch, sobald man das erste Mal die Kampagne gestartet hat. Da kann man sogar selbst Charaktere anlegen, wo man dann definieren kann, was ist deren Hintergrund, also was haben die vor dem Krieg für einen Beruf gehabt und so weiter. Und ja, man steht eben in dem Schutthaufen und muss irgendwie überleben. Also es geht eigentlich mehr oder weniger nur darum, zu überleben, während der Krieg noch stattfindet. Man kriegt aber vom Krieg selbst nichts mit, außer dass man immer wieder so Bomben im Hintergrund hört. Und tagsüber startet man, wie gesagt, in seinem Eigenheim, in seiner eigenen Base. Man beginnt dort aufzuräumen, Sachen herzustellen. Man hat so eine kleine Werkstatt, da kann man mal die ersten Teile zimmern. Man muss sich einen Herd bauen, also einen provisorischen, um halt Essen zu wärmen. Und in der Nacht, man teilt dann die Charaktere, die man hat, für verschiedene Sachen ein, tagsüber und auch in der Nacht. Man kämpft natürlich mit ständiger Übermüdung, mit Hunger, Durst, alles, was man Mit so von Erkrankung, ne? Survival-Games kennt. Es kann sein per Zufall, dass schon einer der Charaktere erkrankt ist. Es kann auch sein, dass schon einer zu Beginn eine Verletzung hat. Ja, und es geht eigentlich nur darum, irgendwie zu überleben. Wie gesagt, tagsüber baut man seine Base auf. Es kommen dann so eine Art Händler vorbei oder auch andere Überlebende, die was wollen von einem. Und in der Nacht geht es dann daran, dass man aus seiner Base in einen Einsatz startet, wo man dann andere Gebäude, die es in der Stadt gibt, ist aber keine Open World. Wie gesagt, man sieht nur so eine Map und kann auswählen. Da kennt man am Anfang zwei, drei andere Gebäude. Und dann wählt man halt eines aus und dann schaltet man das Plündern aktiv bei einem seiner Charaktere und dann begibt man sich praktisch auf die Plünderung dieses Gebäudes. Das wird geladen dazwischen, also man läuft da nicht hin oder so wie in einer Open World, sondern es wird dann dieses Gebäude, was man ausgewählt hat, mit der umliegenden Landschaft wird geladen. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie bei PT, nur als Side-Scroller. Und dann kann man halt beginnen, dort in dem Gebäude Sachen zu suchen. Man schafft ihnen alles an, ja. Baumaterialien zu sammeln und so weiter. Nahrung ist halt sehr begrenzt. Man kämpft eigentlich immer gegen Hunger, gegen Verletzungen, gegen Krankheiten. Ups. Zeigt einmal ein ganz anderes Bild von Krieg und was man halt Und sonst man in muss den sich Games auch gegen gewohnt ist. andere wehren, ne? Ja, es gibt auch natürlich andere Beziehungsweise. Plünderer, weil es gibt ja mehrere Überlebende in der Stadt, nicht nur wir selbst, sondern gibt ja auch andere, die unterwegs sind und genauso natürlich auf der Suche sind nach Nahrung. Was macht er da? Und ein großes Problem ist natürlich, dass die eigene Base, während man selbst auf einem Plünderzug ist, kann natürlich passieren, dass andere Plünderer die eigene Base auch versuchen zu plündern oder sogar teilweise dann angreifen im späteren Verlauf.
beide Games wirklich irrsinnig gut. Waren sehr fesselnd. Ich weiß gar nicht, hat man von denen vorher recht viel gehört? Also naja, Alien Isolation war ja, AAA-Titel. Ja, das war schon das war. Das war auf meinen, kennt man, ist eine sehr bekannte Indie-Produktion, glaube ich. Okay. Ja. So, jetzt bin ich nur gerade sehr erstaunt. Ich bin fasziniert, was du für Wand machst. Was für Wand? Ja, die da, du da neben dem Schiff aufstehst. Achso, na, das ist, dass ich dann mit der Kohle raufkomme. Nur. Ja. Ah, okay, 1, 2, 3, so ist. Jetzt sind meine zu weit drüben. Ein bisschen cooler bin ich losgeworden. Mhm. 1, 2, 3, ja, da muss er stehen. Nee. Okay. Dieses Ruckeln. Ja, sorry. Man, ja, ich kann nichts dafür. Na, nicht wirklich. So, wie schaut die Kohle da oben aus? Die schaut ja schon sehr. Komischerweise ist es deutlich besser, wenn man nach außen schaut. Und weg vom Zentrum. Sobald man ins Zentrum schaut, bricht es dann ganz ein. Ja, stimmt. Wäre interessant, wenn von euch irgendjemand Erfahrung hat mit Fortress-Kraft, ob ihr schon feststellen konntet, woran das liegt, ob sie das Problem auch habt. Mhm. Den Boden auszutauschen hat bedingt was gebracht. Das hat ein bisschen die Frames erhöht, aber wie gesagt, sobald man ins Zentrum blickt, ist es noch immer schrecklich. Jetzt ist der Block da draußen noch immer so groß. Okay. Es kann jetzt entweder sein, dass es die Power Storages sind, die wir da im Zentrum erstellt haben, weil die Base, der Central Hub, kann es nicht sein, weil den haben wir von Beginn an gehabt und da war das nicht. Auch der Strahl vom Central Hub kann es nicht wirklich sein. Wie schaut das aus? Ja, das wird. Auch den gibt es ja eigentlich fast von Beginn an. Das Einzige, was dazugekommen ist, sind unsere Laser. Ja. Das kann natürlich sein, dass das die Laser sind, die da nach unten schießen. Können wir mal diesen Röntgenblick einschalten und da geht ja dieser neue Strahl. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber die haben wir ja auch von Beginn an gebaut und war nicht so schlimm. Nee. Ich wünschte, das ist einfach die massive Anzahl, die wir da in der Base verbaut haben von allen, dass das mittlerweile einfach alles zusammen ist. Warum es dann so ein Unterschied ist, wenn man ins Zentrum schaut. So, hilf mir ein bisschen nach. Haben wir noch ein paar Kanonen im Inventar, dass ich das da nachrüsten kann? Ich muss nachschauen, weiß ich nicht auswendig. Okay. Ich habe relativ viele unten verbaut von denen, die noch über waren, weil es ja gegen die Energie, die wir unten verwende. Ja, auch ein großes Problem, was wir jetzt mittlerweile haben. Die Energiediebe. Auf der Höhe von Titanium, Nickel, Gold, also da im Toxic-Bereich ist das, da haben wir ein massives Aufkommen von den Energiedieben. Die kommen immer näher, die werden immer frecher. Ich habe schon versucht, die Gänge wirklich alle abzuschließen, also dass wir nirgendwo in einer Höhle oder so Öffnungen haben, aber trotzdem entstehen sie. Vielleicht entstehen sie in Hohlräumen. Ja, ich glaube auch fast. Und ich habe da halt natürlich mittlerweile eine massive Ganganzahl da unten. Ich weiß aber gar nicht, wie ich das ändern soll. Außer, also, dass ich dann auch wieder alles verschließe, was ich aushebe. Ja, das mache ich zum Beispiel jetzt. Wenn wo was abgebaut wurde, ich verschließe es einfach. Komplett? Den ganzen Gang dorthin, oder was? Ja, den kompletten Hohlraum, wo ein Erz rausgebaut wurde. Na gut, den mache ich einfach zu meinen Gängen, aber das hilft ja auch nichts. Ach so. Ich glaube, dass durch die Ganganzahl, also durch die Gänge, die ich selbst erstellt habe, mittlerweile halt, okay, die als Hohlräume gerechnet werden. So.
dass das praktisch ein eigenes Höhlensystem ist. So, das. Auf alle Fälle sind sie lästig. Ja, das stimmt. Allerdings. So, und so schaut es dann aus. Stimmt, genau. Gut, dann schauen wir mal. Ich kann da eine ganz, könnte ich schon herstellen. Schauen wir mal da durch. Ja, da ginge noch eine zweite. So, damit ein bisschen Energie verblasen wird. Fein. Gut, zwei Guns. Two Guns brauche ich. Ich glaube, da brauchst du irgendwelche Platten und so, aber das haben wir ja jetzt alles automatisch. Ja, das brauche ich nur rausnehmen.